Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Jasmin Schomann und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Veranstaltung Future Memories über Migration und Diversität in europäischen Museen. Diese Veranstaltung findet im Rahmen unserer Akademieprogramme statt, mit denen das Jüdische Museum Berlin 2013 nicht nur eine räumliche, sondern auch eine inhaltliche Erweiterung seiner Arbeitsschwerpunkte vorgenommen hat. Hier in der Akademie setzen wir einerseits die historischen sowie gegenwärtigen jüdischen Erfahrungen in Beziehung zu den Erfahrungen und Perspektiven anderer Minderheiten in Deutschland. Und zum anderen diskutieren wir darüber, wie das Zusammenleben in pluralen Gesellschaften organisiert werden kann. Wie kann das Diktum von Deutschland als Einwanderungsgesellschaft in ein neues, nationales Selbstverständnis übersetzt werden? Und wie können Demokratien die rechtliche, politische, soziale und kulturelle Teilhabe von ethnischen und religiösen Minderheiten gewährleisten? Diese Fragen sind nach dem Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag, das einen drastischen Rechtsruck in diesem Land verdeutlicht hat, brennender und herausfordernder denn je. Und wenn Sie künftig weitere Einladungen zu unseren Veranstaltungen erhalten möchten und noch nicht in unserem Newsletter sind, dann können Sie sich gerne eintragen in den Listen, die hier heute Abend rumgehen werden. Zu einem wesentlichen Aspekt der kulturellen Teilhabe gehört es, sich selbst, seine Geschichte repräsentiert zu sehen im kulturellen Gedächtnis eines Kollektivs. Erinnerung wird in Narrativen, also in Erzählungen, hergestellt und weitergegeben. Diese Narrative können übereinstimmend sein, aber auch miteinander konkurrieren und sich sogar widersprechen. So kommt es, dass neben hegemonialen Erzählungen auch immer auch marginalisierte Perspektiven auf historische Erfahrungen existieren. In vielen europäischen Gesellschaften, die de facto seit langem Migrationsgesellschaften sind, wird Geschichte beispielsweise noch immer mononational und homogenisierend erzählt. Und die Perspektiven von Einwanderinnen und ihren Nachfahren finden bislang kaum oder nur sehr schleppend Eingang ins öffentliche historische Bewusstsein. Über diese Mechanismen der In- und Exklusion wollen wir heute Abend am Beispiel von Museen diskutieren, die wichtige Orte der nationalen sowie lokalen Erinnerungslandschaften sind. Und ich freue mich sehr, dass wir hierfür so hochkarätige Referentinnen wie Christina Johansson, Belinda Kasim-Kaminski und Nathalie Bayer gewinnen konnten. Bevor ich Ihnen nun Jonas Tinius vorstellen darf, der Sie durch den heutigen Abend führen wird, möchte ich mich noch herzlich bei meinen Kolleginnen Alina Gromova, Serpil Polat und Pega Birumwand bedanken, die die heutige Veranstaltung als Teil einer viertägigen, nicht öffentlichen Werkstatt zum Thema Erinnerungskulturen der Migrationsgesellschaft konzipiert und organisiert haben. Leider kann unsere Programmdirektorin Leontine Meyer van Mensch, die eigentlich nachher auf dem Podium sitzen sollte, heute Abend krankheitsbedingt nicht mit uns sein. An ihrer Stadt wird Nathalie Bayer, Kuratorin des Projekts Migration bewegt die Stadt am Münchner Stadtmuseum, mit uns diskutieren. Und ich möchte ihr an dieser Stelle herzlich danken, dass sie sich so spontan dazu bereit erklärt hat, hier neben ihrem Workshop, den sie im Rahmen der Werkstatt ausrichten wird, auch heute Abend als Podiumsgast teilzunehmen. Das verdient Applaus. Sie wird Ihnen gleich noch näher vorgestellt von Jonas Tinius, mit dem ich jetzt gleich gerne das Wort übergeben möchte. Dr. Jonas Tinius ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Anthropological Research on Museums and Heritage, CARMA abgekürzt, das am Institut für europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin angesiedelt ist und unter anderem von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gefördert wird. Seine aktuelle Forschung widmet sich der Frage, wie sich zeitgenössische Kunstinstitutionen und Galerien durch kritische kuratorische Strategien mit dem Konzept der Alterität und Otherness, also anders sein, aber auch anders gemacht werden, auseinandersetzen.
Gemeinsam mit Professor Roger Sansi leitet er das Anthropology and the Arts Netzwerk in der European Association of Social Anthropologists. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen ausgewiesenen Experten für die Moderation des heutigen Abends gewinnen konnten und sind nun äußerst gespannt auf den Vortrag von Christina Johansson und die anschließende Diskussion. Ja, guten Abend und auch von mir herzlich willkommen zur öffentlichen Abendveranstaltung Future Memories, Migration und Diversität in europäischen Museen in der Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Die Veranstaltung heute Abend eröffnet, wie bereits gesagt, die viertägige Werkstatt mit dem Titel Future Memories, Erinnerungskulturen der Migrationsgesellschaft, veranstaltet im Rahmen des Akademieprogrammes des Jüdischen Museums Berlin und dem Center for Metropolitan Studies der Technischen Universität Berlin. Im Zentrum der viertägigen Werkstatt steht der Versuch, sich der Verflechtung von Erinnerungskulturen und Migration, Minderheiten- und Mehrheitsgesellschaft sowie Zivilgesellschaft und europäischen Museen zu widmen. Nicht nur deshalb, aber gerade auch zwei Tage nach einer Wahl, die rechtsextreme, faschistische und xenophobische Abgeordnete nun auch in den Deutschen Bundestag bringt, sind das offensichtlich Themen von direkter politischer Relevanz, die sich gerade auch im Jüdischen Museum auf besondere Weise stellen. Wir werden heute Abend eine englischsprachige Keynote von Dr. Christina Johansson hören, die den Titel trägt Including Issues of Migration and Ethnic Diversity in Museums, a Reflection on Different Approaches Used in Sweden. Sollte sich der Titel verändert haben, wird sie uns das gleich mit Sicherheit noch mitteilen. Für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, es gibt links vom Eingang auch Kopfhörer, die das Ganze simultan übersetzen werden. Und es würde sich da jetzt die Möglichkeit bieten, die noch zu nehmen, bevor es dann gleich losgeht. Christina Johansson ist Senior Lecturer in International Migration and Ethnic Relations am Department of Global Studies der Malmö University und hat viele Jahre am Ludwig-Boltzmann-Institut für europäische Geschichte und Öffentlichkeit in Wien gearbeitet. Sie leitet momentan ein Forschungsprojekt zu Museen und Integration, für das sie mit dem Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare zusammenarbeitet. Sie ist zudem unter anderem Herausgeberin des 2010 erschienenen Sammelbandes Migration and Memory, Representation of Migration in Europe since 1960. Auf den Vortrag folgend, der circa eine halbe Stunde dauern wird, werden wir gemeinsam mit Nathalie Bayer und Belinda Kasim-Kaminski auf deutscher Sprache diskutieren, wobei, wie gesagt, parallel eine Übersetzung stattfinden wird und Fragen natürlich auch auf Englisch oder Schwedisch gestellt werden können. Und wir werden versuchen, das ohne zu viele Unterbrechungen zu integrieren in unsere Diskussion. Belinda Kasim-Kaminski ist Sozialwissenschaftlerin, Autorin und Künstlerin sowie Senior Lecturer am Institut für Künstlerisches Lehramt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Sie arbeitet interdisziplinär und verbindet in ihrem Ansatz de- und postkoloniale sowie schwarze feministische Theorie mit visueller Praxis, wobei im Fokus ihrer künstlerisch forschenden Arbeit die Themen Erinnerung, Trauma und schwarze radikale Imagination im Fokus stehen. Gemeinsam mit Charlotte Martins-Turek und Nora Sternfeld gab sie 2009 das Buch Das Unbehagen im Museum – Postkoloniale Museologien heraus. Außerdem ist sie gemeinsam mit Nora Sternfeld und Nathalie Bayer Herausgeberin eines in den kommenden Tagen oder Wochen erscheinenden Sammelbandes mit dem Titel Kuratieren als antirassistische Praxis, über das wir später hoffentlich auch noch ein bisschen mehr reden werden. Nathalie Bayer, die spontan eingesprungen ist und auf die wir uns sehr freuen, ist Wissenschaftlerin und Kuratorin und verfasst derzeit nach einem Studium der europäischen Ethnologie, Kunstgeschichte und Ethnologie an der Universität München ihre Doktorarbeit mit dem Titel, den sie vielleicht auch gleich korrigieren wird, Migration on Display, eine Studie über den kulturpolitischen Migrationsdiskurs im Museum an der Universität Göttingen. Zu ihren Forschungsthemen gehören Migration, Rassismus, Kulturpolitik, Museum und Stadt und sie arbeitet sowohl forschend als auch kuratierend und wissenschaftlich beratend. Seit 2015, wie gerade erwähnt, ist sie zum Beispiel Kuratorin des Projekts Migration bewegt die Stadt am Münchner Stadtmuseum und hat dafür unter anderem ein Modul über den NSU-Komplex geschaffen. Zuletzt weise ich noch darauf hin, dass es nach der Diskussionsrunde ein Glas Wein, Wasser oder Saft geben wird, zu dem wir Sie herzlich einladen. Also das heißt, bitte bis zum Ende bleiben. Es gibt noch eine kleine Belohnung. Ich freue mich auf unsere Diskussion und übergebe nun erstmal Christina Johansson das Wort. Christina, over to you. Thank you. It's lovely to see so many people here.
First of all, I want to say thanks to the organizers for inviting me to this very interesting workshop. Thanks, Jonas, for the presentation. It's an honor to be here and talk about museums, engagement in migration and diversity. And this is a subject that I find really interesting. But before I start, I would like to make it clear that I rather see myself as a migration scholar interested in museums than a museum scholar. So that means that many of you here today know more about museums, their roles, their history, and so on than I do. But I hope that my special expertise when it comes to museums and their representations of migration will be useful for you and also interesting. In recent years, I've been leading two different research projects. The first one is learning about migration and cultural diversity, school and museums in collaboration. And this project was a three-year project funded by the Swedish Research Council. The second one is my current ongoing project. It's funded or co-funded by EU's Fund for Asylum, Migration and Integration. And the title is Museums as Arenas for Integration, New Perspectives and Methods of Inclusion. And during my speech here today, I will tell you more about some of the results from these projects. My research on museums has over the years resulted in some publications. Most of them are in English, some in Swedish. Unfortunately, nothing in German, but you never know in the future. Here, I would like to take the opportunity to highlight the last book and talk a little bit more about that one. This is part of the previously mentioned EU project. I've edited together with my colleague, Professor Peter Bervelander. It's not yet out on the market, but it will be during this autumn or at the latest early winter next year. I think that this is a really interesting book. It's an outcome of a conference that we arranged in Malmö in the spring last year. And several interesting museum scholars, directors, curators, and also activists present in this book. And they present innovative projects and exhibitions from different places in the world. And the book also includes important and interesting theoretical reflections on museums, migration, and inclusion. The book is multidisciplinary. We have historians, ethnologists, sociologists. I can, for example, mention that we have one chapter by Peggy Leavitt, one by the famous oral historian Alistair Thompson, and we also have a chapter by Bernadette Lynch. When it comes to the museum directors, I can mention David Fleming, who is the director of the National Museums in Liverpool. We also have one chapter by Bonita Bennett from the District 6 Museum in Cape Town, South Africa. And both these museums are socially engaged museums. And I think that their presentations are very interesting. And we also have a chapter by an Iranian activist, Parvin Ardalan, who today lives in Malmö. And she presents a project with a feminist approach. And so these were some of the examples of the people who are included in the book.
And as the subtitle of the book suggests, the book is relevant for everyone interested in learning more about museums' roles, representations, collections, and collaborations in a changing world. So, now if we turn to the specific subject of my speech here today, including issues of migration and ethnic diversity in museums, a reflection on approaches used in Sweden. I would like to start by showing you a quote from the United Nations High Commissioner of Refugees. This quote says something about the severity of the refugee situation in the world today, where more than 65 million people have been forced to leave their homes. There are many reasons for people migrating. For example, war, conflict, oppression, and unequal distribution of resources are forcing people to leave their homes. But not only refugee migration is increasing, but also other sorts of migration, as labor migration. And this is related to ongoing processes of globalization and urbanization. Migration researchers also point out that it's reasonable to assume that the numbers of people on the move are not going to fall in the near future, simply because there is little evidence that the driving factors behind migration and mobility will diminish in importance in the future. In other words, the root causes for migration are still there. Migration researchers often speak about our time as a time of migration, or even as an age of migration. However, this does not mean that people are allowed to freely move around in the world as they wish. States try to control migration. States also try to filter migration, for example, by requesting visas and imposing carrier sanctions on airlines and ferry companies that bring people that lack necessary documents. And states also try to prevent migration by building walls. This is not only something that is part of the discussion in the US, we also have it in Europe. This is a picture from the Spanish enclave in Morocco, Melilla, where we find such an example of a wall or a fence that is there to prevent migration. So the legal routes for people who are fleeing war and persecution often are closed. Instead, to seek protection, they have to rely on irregular routes. And these routes are often very expensive and also very dangerous. Migration is, of course, not a new phenomenon. We have witnessed huge migration movements in different times in history. But in our time, migration is a global phenomenon. More countries are involved both as sending and receiving countries. And migration has in our time become a highly political issue. Migration results in diverse societies. And this affects societal institutions, so also museums institutions. And I want to argue that to be in tune with the times and also to be relevant to the citizens, museums need to take issues of migration and diversity into consideration. And many museums have also done so. Today we see new museums institutions, such as world museums, and also specific migration museums. And also more traditional museums are in the process of becoming, what you could say, important learning sites for issues of migration, since these museums launch various migration-related exhibitions. Museum curators and managers often have the best intentions with their projects and exhibitions about migration. I have met many directors and also many museum workers, and I can say that I have never met a museum worker who didn't mean well. But good intentions, perhaps not always, are enough.
You also need knowledge about how to best represent migration and diversity. And you need knowledge about your own prejudices. And you need knowledge about the legacies of the institutions you work at. And you need time to reflect on what you are doing. In the following, I'll present some of the findings from my own research. I will also present some findings from the previously mentioned book, Museums in a Time of Migration. My own research is based on 7 Swedish museums of culture and history. So I didn't include science museums or art museums. And my aim was to include different kinds of museums, both newer museums and also more traditional, older museums. And the intense part of collecting material ended around 2013. So my studies do not say so much about how the work has developed since then. And this can be important to note, since museums' work with migration and diversity is under constant change. Now I will talk a little bit of something I call the ethnic frame. Because a common way to address issues of diversity is to directly focus on certain ethnic groups. In Sweden, this frame today is more used when exhibiting the lives of some of the groups that have the status as domestic national minorities in Sweden than with groups that have more recently immigrated, for example. And one illustrating example is this exhibition, We Are Roma, Meet Humans Behind the Myth. And this exhibition was produced by the City Museum in Gothenburg, Sweden. It was conducted together with Roma activists, and it's currently on tour in Sweden. Usually, the focus in these exhibitions is both on discrimination of the minorities and on aspects of folklore, such as food, craft, songs, and dances. The approach to focus on ethnicity and difference has been observed in previous research, and there are, of course, benefits with these kinds of exhibitions. Some researchers mean that these exhibitions defend diversity and build identity. And, of course, ethnic diversity or ethnic identity is important for many people, and if we don't pay attention to both differences and similarities, we risk ending up with an assimilation approach. On the other hand, there's also risks with approaches like this. Critics mean that a too strong focus on ethnicity and difference risks leading to that you overemphasize the importance of ethnicity. And some researchers also mean that there's a risk that the minorities will suffer from stereotyping and exotification if their cultures are portrayed as frozen, essentialized, and folkloric. As I see it, there are many aspects to consider here. I want to argue that it is important to make a distinction between the causes and the effects of these exhibitions. It's easy to see why museums and ethnic groups see benefits with these kinds of exhibitions, as they often are created to somewhat correct historical wrongs against minorities, and also to include the history of the minorities in the history of the nation. I also believe it's possible to do good versions of these kinds of exhibitions. And here I agree with former research that argues that it's important to shed light on power relations between different groups in society, not only historical, but also present, ongoing relations. The existing exhibitions often address discrimination that took place in the past, but not always the current discrimination. And I think it's important that museums also include the present situation. In other words, that they dare to touch on issues that are political in a broad sense. I also agree with former research saying that it's important to show the diversity within
these groups. Because ethnic groups are diverse. Here it can, for example, be relevant to address differences connected to class, gender, and to generation. It's also important to show that ethnicity is not a static phenomenon. These recommendations are not new in any way. These aspects have been highlighted in previous research and discussed, but I think that they deserve to be repeated since they are important. I want to add that I think that the context of the exhibitions is highly relevant. If you want to show certain groups' traditional dances and costumes, I think it's a good idea to also include dances and customs of the majority population. By doing this, we perhaps can avoid that the audience perceive the minority cultures as odd and obsolete. So I think that it's possible to do good versions of these exhibitions. But of course, you also can abandon the ethnic frame. If and when these exhibitions risk leading to stereotyping and eventually to prejudice, I think it's relevant to try to find broader frames and approaches than ethnicity. In my study, I found two museums that had abandoned the ethnic frame. They instead tried to work with frames that cross borders and boundaries. The museums in question are the Multicultural Center in Botkyrka in Stockholm, Sweden, and the Museum of World Culture in Gothenburg. And this is a picture from the exhibition Destination X. And this exhibition was created by the Museum of World Culture in Gothenburg. And this exhibition actually had a global perspective and addressed the political dimensions of migration and movement. I think that this exhibition shows that migration and movement is a frame that has the potential to cross over borders and boundaries. However, when I conducted my research, it was unusual with migration exhibitions. These exhibitions were few in numbers, and most of these very few exhibitions had a clear national perspective on migration and focused on immigrants' integration process in Sweden. This feature is not unique for Swedish museums, but has had been identified in previous research on other countries. And here I think that museums can do improvements. National aspects of migration are, of course, important, but there are also other dimensions that should and could be regarded. Migration is a global phenomenon and should be portrayed as such. In addition to national and local perspectives of migration, also global dimensions should be addressed. For example, I think museums should try to explain why people migrate. This seems to be a very easy question, but it's actually difficult to find the answer here. I also think that museums should try to show the relations and connections migrants keep with their former countries, friends, and relatives. In other words, a transnational perspective on migration. At the moment, there seems to be an ongoing change in the Swedish museum sector. It seems as migration issues are getting a stronger position. For example, there are plans to establish a national museum of democracy and migration in Malmö. It also seems as more museums currently are launching collection projects and exhibitions on refugee migration. And partly this is a response to the ongoing refugee situation in the world and to the fact that Sweden received many asylum seekers during 2015. And you can find more information about projects, both exhibition projects and collection projects like this in the book that I previously mentioned. I'm happy that more museums are addressing these issues. But the question how to engage with issues of migration is still highly relevant.
In my research, I have studied a museum that together with a theater company created a role play about being in a refugee situation. And I want to show you this as an example. The aim was, among other things, to create awareness of the issue, and the museum here invited school classes to take part in the role play. And I made participant observations during this role play, and around a month after the role play, I conducted focus groups interviews with the pupils who had participated in this role play. And I talked to around 50 pupils. And here I want to show you an illustrating example of what this was, a picture from the role play. And this is an example from my focus groups interviews. Several of the pupils meant that the role play had created a better understanding of refugee situation. And this finding corresponds to earlier studies about museums as sites for learning. Hooper Greenhill has said about the museums that the museums enable the integration of mind, body, and emotion in a way that few other sites for learning do. So in a way, the role play was successful in that it created a deeper understanding of the refugee situation. But my study also indicated that there's a risk that the pupils get an understanding of the refugee as an frozen identity, as someone in need of help. And of course, perceptions like this are not useful for anyone. In this respect, the role play could have been improved. Speaking in general terms, one way to improve museums' representations of migration is to consult and to collaborate with people who themselves have experience of being a refugee or a migrant. Because in this way, you can make the representations more complex. And to some extent, Swedish museums have begun to consult, and they have also begun to collaborate. And my research indicates that smaller museums institutions that are more connected to the local society are better at this than bigger national museums. Some museums work hard to establish what James Clifford in the 90s described as contact zones, a kind of places for meeting, dialogue, and negotiation. However, it's important to note that even when museums try to open up for collaboration, it's not always easy. Project money very often comes from above. It can be an EU project or a huge national fund of some kind. And perhaps the ones who are supposed to take part in these projects are not that eager to participate in non-profit projects. And here, I think it's important to acknowledge that the contact zones that the museums create are not equal. And what can we do about this? This is also a question that is addressed in our new book, Museums in a Time of Migration. Benedict Lynch highlights that museums need to acknowledge the power structures at play, and that they need to be aware of their own inherited prejudices. And you can read more about it in her chapter. The book also includes the presentations of a highly collaborative project with a feminist approach, and I spoke about it a little bit in the beginning of my speech. The name of this project is Women Making Her Story. And the initiator, Parvin Ardalan, had found that the history of immigrated women were almost absent, at least in Malmö's museum scene. And she wanted to do something about this. And she started the project and connected various organizations and people to the project. And they used different channels to reach out to women.
And they managed to collaborate with around 500 women in this project. The aim was that the women should actively participate and tell their stories in different ways. They have storytelling projects, they work with cartoonists, and they arrange different workshops to make this happen. Today, some of the outcomes of the project are made visible in an exhibition at Malmö Museums. And they reached far with this project, but there were also obstacles. In her contribution to the book, Parvin Ardalan discusses problems connected to including a grassroots initiative in the structures of the museums. Also, in my ongoing EU project, Museums as Arenas for Integration, New Perspectives and Methods of Inclusion, we try to find new approaches that can be useful for museums interested in collaborative work. The study is still ongoing, and I have no results to show you yet. But we try to find approaches where the following aspects are central: reciprocity, building trust, and carefully listening to our interlocutors. This may seem simple, but when you try to put it in practice, various problems occur. But as I said, I have to come back to this when the project has come to an end. Finally, here today, I want to sum up some of my most central findings when it comes to Swedish museums' work with migration and diversity. And I can say that Swedish museums of culture and history have clearly begun the journey of adjusting to a new era that is affected by globalization and migration. The nation is no longer portrayed as homogeneous, but the stories told are still largely national or local. Global aspects and hybridity are visualized at some museums, especially at the newer institutions. But there are still several difficult questions for the museums to address, including how to successfully engage with ethnic difference and also with collaboration. There are, as I see it, no easy or straightforward answers. But if the museums truly want to become democratic spaces in which many different voices are represented, the current work and discussions have to be continued. Thank you. Ich möchte ganz gerne mit einer sehr offenen Frage beginnen, die den bereits erwähnten aktuellen Ergebnissen der Bundestagswahl, aber auch der europäischen politischen Situation geschuldet ist. Wir befinden uns in einer Umbruchphase, in der die etablierten Parteien, nachdem dies bereits in Frankreich, den USA und England sichtbar wurde, die Mitte der Gesellschaft nicht mehr für sich behaupten können. Wir befinden uns aber auch am Beginn einer Phase, in der eine Partei in Deutschland, die mit offenen xenophobischen, rassistischen und auch antisemitischen Äußerungen nur beinahe 100 Menschen in den Bundestag gebracht hat, die drittstärkste politische Kraft in Deutschland geworden ist. Wir wollen nun heute Abend über das Sichtbarmachen und Erinnern an marginalisierte Geschichten sowie die Rolle europäischer Museen, Migration und Erinnerung im europäischen Kontext sprechen. Und da frage ich mich vielleicht als allererstes: Welche Rolle haben europäische Museen in diesen Zeiten des politisch rechten Populismus? Und daran angeschlossen, ist es überhaupt sinnvoll, von einem politischen Umbruch zu sprechen, der gerade jetzt Veränderungen unbedingt und neue Projekte notwendig macht? Oder macht es nicht viel mehr Sinn, historische Kontinuitäten der transnationalen Ausgrenzung von Minderheiten aufzuzeigen? Und das ist eine Frage, die an euch alle gestellt ist. Wir warten unter anderem auf die Übersetzung. I was thinking that I've been speaking here for a while, so please.
Or do you want to address this question to me directly, or? If you'd like to respond, then yes, that would be great to hear your first thoughts on this. Yes, but I think that, as I said, I think that museums has a great potential to address this, as I see, global issues. That if museums more try to explain why people migrate, and if museums more try to engage with, make it understandable why people migrate and how the world is connected. We have so many different connections in the world between different countries and so on. So I think that this global dimension is really important for the museums. I'm not saying that the national aspects or local aspects aren't interesting. They are, because they can also show frictions and inequalities and so on in society. But I think that if museums could transcend this national frame and also try to address these global dimensions, I think that it will be good for the society as a whole. Also vielleicht antworte ich erst später auf deine Frage und gehe schon jetzt auf was ein, was du auch in deinem Vortrag gesagt hast. Ich stelle es auch als Frage, weil ich es tatsächlich nicht verstehe. Aber mein Ansatz ist überhaupt gar nicht, dass ich glaube nicht daran, dass durch die Erklärung davon, warum Menschen migrieren, sich irgendwas an der Einstellung ändert. Daran glaube ich nicht. Schauen wir uns beispielsweise Rassismus an. Ich glaube, es gibt genug Literatur über Rassismus. Es gibt wirklich genug einfach davon, von Angehörigen der Dominanzgesellschaft, von Betroffenen. Es wird unterrichtet, wir hören das an den Universitäten. Und jetzt will ich fragen, was sich dadurch ändert. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das Wissen darüber, wie Rassismus funktioniert, Rassismus verhindert. Das glaube ich einfach nicht. Weil sonst würde es ja quasi bedeuten, dass wenn die Menschen verstehen, warum andere Menschen migrieren, dann sie wären dann einverstanden. Und ich glaube, wir müssten noch einige Schritte vorher anfangen. Weil, also ich glaube, es ist einfach ganz, also und da sehe ich einfach das Museum dann halt auch nicht als die Instanz, die ganz objektiv erklären kann. Weil das Museum in einer bestimmten Zeit entstanden ist. Es hat bestimmte Selbstverständnisse, die sehr viel mit Kolonialismus zu tun haben und kolonialer Expansion und Ausbeutung und der Unterdrückung von bestimmten Menschen. Und ich glaube, dass das wären für mich die Dinge, die ich, und wie diese Dinge alle fortwirken in unserer aller Gegenwart. Das würde ich gern hören im Museum. Darüber würde ich gern sprechen. Und nicht nur quasi das nach hinten schauen und dann wieder nach vorschauen, sondern auch ein ganz weit nach vorschauen. Die Frage von, wie wollen wir zusammen tun, trotz all dem? Was wollen wir gemeinsam machen? Das wäre für mich eher das, was ich im Museum sehen will. Und da geht es eher weniger darum, ich erkläre dir und dann verstehst du mich. Ne? Ich glaube, es kam klar rüber, ne? So ähnlich wie Political Correctness. Na, manche Leute wollen dann immer wissen, warum magst du diesen Begriff nicht? Warum willst du nicht, dass ich dich so nenne? Das ändert sich aber, also das ändert sich dadurch nicht, nachdem ich das 10.000 Mal erklärt habe, warum ich diesen Begriff ablehne. Wobei wir hier natürlich auch von verschiedenen Arten von Museen sprechen, in denen diese Geschichten sich ja auch unterschiedlich gezeigt haben. Also ich denke, da macht es einen Unterschied zum Beispiel, ob wir von ethnologischen Museen sprechen oder von historischen Museen oder auch von naturhistorischen Museen. Wobei das jetzt vielleicht auch direkt schon eine Frage an dich ist, Nathalie. Und zwar, es ist natürlich eine Sache, von Museen als Kontaktzonen zu sprechen. Die Realität sieht häufig anders aus. Was sind unter anderem eben
einige der Barrieren, die sozusagen jetzt in Museen, in denen du unter anderem auch gearbeitet oder zu denen du auch gearbeitet hast, existieren, die abgebaut werden müssen, damit sich überhaupt ein Interesse und verschiedene Geschichten auch da in der Minderheitengesellschaft erfahrbar oder erzählbar machen lassen? Ja, erstmal wollte ich ja schon nochmal irgendwie auf letztes Wochenende eingehen, weil ich schon, ich meine, ich kann ja jetzt wirklich nur so grob fragmentarisch antworten. Zum einen, weil ich vor 3 Stunden habt ihr mich angerufen, ob ich mich aufs Podium setze und Schlafmangel und so weiter. Aber ich würde auch bezweifeln, dass das Museum ein geeigneter Erklärungsraum ist per se. Also so per se, und ich würde auch Belinda vollkommen übereinstimmen. Es gibt wirklich, also ich meine, wir schauen auf eine Geschichte, das mindestens 60-jährige Geschichte, also im Grunde genommen fast 100-jährige Geschichte des Antirassismus, würde ich jetzt mittlerweile schon sagen, auf dem wir ja auch aufbauen, sozusagen, auf dessen Füßen wir stehen oder auf dessen Schultern wir mit unseren Füßlein stehen. Und ich würde jetzt sagen, nach diesem Wochenende erst recht ist das Motto nicht mehr nur erklären, sondern machen. Und ich habe viel mit Österreich zu tun gehabt, ja, und ich muss sagen, also so schaut man mal auf die letzten 20 Jahre Österreich, es war zu beobachten, es ist auch hier zu beobachten sozusagen, es ist überhaupt keine Überraschung, und erst recht der Kulturbetrieb, und da würde ich jetzt gar nicht irgendwie, also so, zum einen würde ich überhaupt nicht das Museum per se als Institution, als einen Raum so ins Zentrum stellen, der so viel bewirken kann, weil das Museum kann ehrlich gesagt relativ wenig meines Erachtens bewirken, Gesellschaft. Es kann was bewirken, ja, aber je länger ich jetzt in einem Museumsbetrieb arbeite, in Deutschland, in einem Stadtmuseum, fast alle Museen, also so alle größeren Museen in Deutschland, leben ja oder stehen in einer direkten Beziehung zur öffentlichen Hand, würde ich sagen, es gibt was ganz anderes, worauf man ganz dringend gucken muss, und das ist die Organisation an sich, und das ist die Kulturpolitik an sich, das ist die Kultur, der Kulturbetrieb und die Organisation und des Ablaufes dessen von Förderpolitiken an sich, und genau dort ist es wirklich erschreckend, und das ist auch wirklich das Angstmachende jetzt als Kuratorin, was ich sage, als Museumsfrau, was jetzt seit dem Wochenende da ist. Und das ist aber nur ein Teil dessen, wovor ich Angst habe, sozusagen. Und jetzt auch nochmal, aber wir sind jetzt hier in einem Museum, wir reden auch über das Museum, deswegen rede ich über Kulturpolitik und im Spezifischen über die AfD. Schaut man sich an, was für Vorschläge die AfD in verschiedenen Landespolitiken gebracht hat, wie Kultur reguliert werden soll, wie verschiedene kommunale Stadträte die sich ganz klar antidemokratisch äußern, Vorschläge machen, die auch beispielsweise in Hamburg im Theaterbetrieb tatsächlich zu Problemen für einzelne Personen geführt haben. Also dahin gilt es zu gucken, und dorthin gilt es auch zu gucken, was eigentlich jetzt so weiter passiert, und vorsichtig zu sein und sich auch zu wehren. Also so. Und das bringt mich eigentlich zu dem nächsten Punkt. Ich finde auf der einen Seite, ja, es ist richtig, also so, das Museum kann erstmal überhaupt sich als Teil einer Gesellschaft, also einer des modernen Nationalismus, der einfach auf den Füßen auch von Rassismus und Imperialismus basiert, gucken und diese Geschichte auch erstmal aufarbeiten. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, gilt es auch ganz klar, organisatorische Veränderungen vorzunehmen, den Hierarchiebetrieb abzubauen, die Regelabläufe zu verändern und dementsprechend auch, das muss Effekte auf Personalpolitik haben, das muss Effekte auf Ziel- und Ausgangspunkt, Methoden, Strategien haben und überhaupt das Begreifen dessen, was man eigentlich ist und welche öffentliche Aufgabe man hat. Und dann ist jetzt auch, das ist jetzt gleich meine Position sozusagen, Antirassismus ist kein nice to have, sondern es ist eigentlich eine demokratische Aufgabe. Christina, du hast in deinem Vortrag unter anderem auch von der Rolle von Collaboration, also das heißt von Zusammenarbeiten zwischen Museen und anderen kulturpolitischen, aber auch zivilgesellschaftlichen Initiativen, Projekten und Institutionen gesprochen. Und vielleicht ist das nämlich gerade auch ein Punkt, an dem ich hier anknüpfen möchte. Ich glaube, dass Institutionen sich schon in dieser Hinsicht verändern, dass sie eben bemerken, dass Zusammenarbeiten untereinander mit verschiedenen Gemeinschaften in dieser Hinsicht wichtig sind, dass also Erzählungen sozusagen nicht nur aus der Institution herauskommen, sondern
Es wird hierfür sehr häufig der problematische Begriff der Source Community gerade in ethnologischen Museen gewählt. Das heißt, mit Gemeinschaften gesprochen wird, um die es auch geht im Museum. Ich würde in dieser Hinsicht gerade noch mal gerne auf die Beispiele aus Schweden zu sprechen kommen. Inwiefern gab es in diesen Beispielen Zusammenarbeit und was kannst du über diese Zusammenarbeit noch sagen? It seems as the smaller museums, institutions are much better at collaborating with various organizations and people in general than the huger national museums in Sweden. I think that this collaboration is important, but of course when we're discussing this, the foundation of the museums, the legacies and the connection to colonialism and so on, I also think that it's very important that the museum structure changes from within. For example, that the recruitment policies and staff composition at the museum changes. And I can say that when I conducted my interviews in another research project, I didn't ask about specifically about the staff composition in the museums, but I can say that most of the curators and directors I talked to, they brought it up themselves. And they said that we perceive ourselves as white institutions, middle-class institutions, and they wanted to do something about it. And that, I think that that's the most important part. But museums can work with different strategies, and I think that collaboration is always good, not only when it comes to reaching out to migrant and migrant communities. I think that it's important also if you want to do an exhibition about sports or leisure activities or something like that, you of course need people who find people to collaborate with who knows something about these aspects. So I don't think that this is something specific for when trying to talk about migration, diversity and racism. But I here also wanted to because I wanted to return to this question about what museums can do. Das ist die Übersetzung, die brauchen wir schon. I'm a little bit curious here. Do you see museums as too flawed to address these issues, or too flawed? Yes, if they are too. Dass sie zu viele Probleme selbst bereits in sich tragen. No, I'm not saying that they can't do it, but I. Achso. Du kannst ruhig auf Deutsch sprechen. Nein, das glaube ich nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, einfach zu erkennen, also das einfach als ein Selbstverständnis einfach mitzutragen und mit reinzubringen. Und ich würde, also ich glaube, es ist einfach wichtig zu erkennen, dass ein Museum kein neutraler Ort ist. Und dass ich nicht, also dass das Museum verwickelt ist in bestimmte Dinge, muss ich mitreflektieren in allem, was ich tue. Das ist das, was ich verlange. Und deshalb habe ich Schwierigkeiten damit, irgendwie das Museum als den Ort zu sehen, der dann irgendwie jetzt da Wissen verteilen kann. Mhm. Weil so wie ich es einfach oft erlebe, ich meine, du hast es auch selbst angesprochen in deinem Vortrag und ich fand es auch echt gut zu sagen, einfach, gut gemeint ist nicht gut gemacht, ja. Also it's nice to have good intentions, but yeah, that's not all, ja. Yeah? Weil ich meine, diese guten Intentionen, ich meine, die nehme ich Leuten auch ab. Nur das Problem ist, glaube ich, oft, dass von der Selbstpositionierung her sehr viele Menschen sagen würden, sie sind antirassistisch, sie sind für Migration und so weiter und so fort. Ja? Wir sind nicht sexistisch, nicht homophob. Und so weiter und so fort. Leider hat aber dieses vielleicht auch oftmals angelesene Wissen oder diese
ja, viele Leute, also eben diese ganzen Diskurse sind ja alle da. Wir können ja Bücher kaufen, lesen und so weiter. Das tun auch viele Leute und ich bin auch dankbar dafür, dass das auch in Museen passiert, diese Reflexionsarbeit. Nur was ich halt bemerke, ist, dass diese Reflexionsarbeit sehr viel auf einer theoretischen Ebene passiert und dass es wenig mit einer Praxis zu tun hat. Und was ich einfach einfordere, ist, dass eine Praxis entwickelt wird. Und das ist also... Und eine Praxis würde eben zum Beispiel sagen, dass ich Unterdrückungsverhältnisse nicht als unabhängig voneinander funktionierende, klar trennende Boxen sehen kann, sondern ich muss einfach wissen, dass sich verschiedenste Unterdrückungsverhältnisse immer wieder neu organisieren, überlagern, wie auch immer. Das heißt, ich muss einen anderen Blick auf die Dinge haben, einen Blick, der nicht glaubt, dass ich aus einer Linse heraus alles erkennen kann. Und da glaube ich halt einfach, dass es noch nicht so weit ist, weil diese Expertinnen nicht in den Museen sind, noch. Also es geht mir schon auf einer Seite auch um quasi eine Änderung der personellen Besetzung. Gleichzeitig der personellen Besetzung, aber auch darum, dass zum Beispiel Leute, die im Museum sind, dass sie anerkennen, dass quasi antirassistische Grundsätze, das ist auch was ist, das ist ein Prozess, den ich mir erarbeite. Es ist nicht so einfach, ich sitze da einfach nur und lese dann ein paar Bücher und dann weiß ich das, sondern ich muss das auch ausprobieren, ausverhandeln, das ist eine Praxis. Ne? Und das passiert oft einfach nicht, da ist einfach kein Raum dafür da, sehr oft. Und das nächste ist, der Glaube dann, okay, na dann hole ich mir diese eine Position hinein. So, ne, wir brauchen da, wir müssen, da wird dann gern gesagt, wir müssen ein bisschen bunter sein und so weiter in der Belegschaft. Und da mache ich jetzt vielleicht ein bisschen Vergleiche zu anderen, zu einer anderen Institution, die meiner Meinung nach dem Museum nicht ganz unähnlich ist, der Universität. Ich arbeite an einer Universität und ich glaube, ich bin so eine Blume, so eine bunte Blume. Und als bunte Blume in so einer Institution würde ich dem gerne entgegenhalten, dass Inklusion nicht alles ist. Sondern die Frage ist halt auch, wie diese bunten Blumen dann in diese Institution überleben können. Weil diese Institutionen nicht dafür angelegt wurden, dass bunte Blumen da drinnen gibt. Entschuldigung, wenn ich diesen dummen Begriff jetzt nehme, aber es war jetzt gerade so lustig. Für mich selbst. Und das meine ich damit irgendwie. Also das ist schon ein bisschen größer. Ja, aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Also so, dass also tatsächlich, also ich denke auch, dass Antirassismus in einer, also auf jeden Fall auf eine Art und Weise auch im Museum angekommen ist, genauso wie Migration angekommen ist. Nur die Frage ist, wie ist es angekommen und wie wird es vor allem eingeordnet? Und da, also deswegen würde ich jetzt auch sagen, also so, bevor der Schritt anfängt, einen neuen Erklärungsraum aufmachen zu können überhaupt, muss ja überhaupt erstmal was an strukturellen Bedingungen, an Abläufen, also strukturelle Bedingungen meine ich jetzt nicht nur Personal, sondern auch wie Geld vergeben werden kann beispielsweise, weil auch das ist relativ klar durch den Staat, also in Deutschland, ich kenne die schwedische Kulturpolitik schlichtweg auch nicht, relativ klar vorgegeben und es ist wahnsinnig kompliziert, Geld zu vergeben, also so tatsächlich auch Projekte zu machen. Und dieser Ablauf dessen sozusagen, ja, oder dann, wenn sich dann eben das eine, die eine diverse Person sozusagen, die eine mit Migrationshintergrund oder die eine sichtbare mit irgendwie so ein bisschen Wissenserweiterung sozusagen für den Betrieb eingestellt wird, das ist lange nicht genug, weil diese eine Person ganz schön alleine in einer Struktur dasteht, die sich nicht verändert hat, ja. Und innerhalb dieser Struktur ist es, also so selbst beim besten Willen der Museumsdirektion, also das es sowieso braucht, ja, um etwas zu verändern, aber auch beim besten Willen und bei dem größten Kräfteeinsatz dieser einen Person oder dieser zwei Personen, die dort reingeholt werden, innerhalb des Strukturbetriebs und des Ablaufes schlichtweg wenig Veränderungen einfach möglich sind. Also wenig Veränderungen so, dass man sagen könnte, man wäre jetzt schon dort angekommen, wo man auch schon vor 30 Jahren, glaube ich, auch schon sehr davon geträumt hat und auch schon versucht hat, dafür zu kämpfen. Und deswegen, das
wäre so mein Punkt, deswegen kämpfe ich, also so, ich habe es irgendwie so ein bisschen, und ich bin jetzt noch gar nicht so alt sozusagen, ich habe noch gar nicht die ganzen Kämpfe, also ich habe gar nicht die 70er Jahre so aktiv mitbekommen, aber selbst nach den gefühlten, weiß ich nicht, 10 Jahren oder sowas, irgendwie denke ich jetzt auch, okay, es bringt ja nichts, weil man hat ja schon so viele Tagungen, man hat ja schon so viel darüber geredet, es sind mittlerweile auch ein paar von den Leuten, also wir werden ja auch immer mehr sozusagen der Kritikerinnen und Kritiker, die in den Institutionen drinnen sitzen, aber es passiert doch noch zu wenig. Ja. Also muss man konkret in den Häusern selber eigentlich anfangen, die Bedingungen dessen, dass sich überhaupt etwas verändern kann, zu verändern. So, das ist so meine Position. Ich glaube, erst dann der zweite Schritt sozusagen, oder vielleicht ist es vielleicht nicht der zweite Schritt, vielleicht muss man es auch nicht chronologisch sehen, sondern es ist gleichzeitig sozusagen, dass die Erzählungen, also so die Erklärungen sozusagen, die Narrative dringend verändert werden müssen. Also ich meine, was anderes, also ich in meinem Job kann ja gar nichts anderes machen sozusagen. Ich finde auch, ich arbeite mit dem Prinzip Kollaboration. Anders geht es gar nicht, indem ich sage, dieses Museum, ich in diesem Museum weiß wenig, also brauchen wir Hilfe. Was bedeutet das? Welche Verantwortung trage ich als die, die einlädt dazu? Weil das bin nun mal ich. Ja. Und wie kann ich die Gelder so verteilen, dass es nicht nur ein hierarchisches Prinzip zwischen die es einlädt und dann gibt es ein paar Partizipierende sozusagen, sondern wie kann ich es verändern? Und wie kann ich es vor allem so verändern, dass das Machen und das, was dabei rauskommt, auch die Institution verändert. Also so, das wäre für mich immer wichtig. Also das ist mir wichtig sozusagen. Na, und wäre dafür dann auch nicht wichtig, dass diese einladende Position mal für sich abklärt, warum sie überhaupt einladen will? Also das frage ja ich mich immer. Na? Also das wäre ja irgendwie logisch, oder? Dass ich mir vorher erst mal Gedanken darüber mache, warum ich überhaupt einladen will. Und ganz ehrlich, also nur weil es jetzt irgendwie mal, also oftmals habe ich das Gefühl, dass es einfach ist, weil es jetzt gerade mal hip ist. Weil es alle anderen machen, weil die anderen das eine naturhistorische Museum auch schon irgendwie den Link zur Migration gefunden hatten, jetzt müssen wir es dann auch endlich mal machen oder so. Na, es ist nicht wirklich ein Anliegen. Also für mich ist oft mal die Frage, warum? Und dann ist es oft halt wegen den Besucherinnenzahlen eigentlich auch. Ne? Ich finde das, was du gerade angesprochen hast, die Überbetonung von verschiedenen Themen, die sozusagen in einem Jahr ist das eine Thema, was die Museen alle bearbeiten müssen, und da reden wir nicht nur von Museen, sondern auch von Theatern und so weiter und so fort. Wir sprechen da auch von der Rolle von Bildern, beispielsweise über die Flüchtlingskrise, die durch bestimmte Zahlen auch in wissenschaftlichen Artikeln, in journalistischen Artikeln produziert werden. Und das ist insofern vielleicht auch eine Frage nochmal an dich, Christina. Du hast in deinem Vortrag auch von den großen Zahlen gesprochen, von der Art und Weise, in der wir vor einer nie vorhergesehenen Anzahl an fliehenden Menschen stehen und so weiter und so fort. Ich möchte vielleicht ein bisschen provozierend an dieser Stelle fragen, waren wir vielleicht eigentlich nie postmigrantisch, oder ist es vielleicht so gesagt, gab es nicht eigentlich immer eine Zeit der Migration? Und ist es nicht gerade im Bezug auf das, was wir gehört haben, auch riskant, diese Thematik zu überbetonen, beispielsweise durch solche Zahlen, die du auch zitiert hast? Yes, I can only say here that I agree. And I also said that in my speech, that we have witnessed huge migration periods, and our society is built up by migration. And I said that some researchers want to talk about our time as a time of migration. With that, I don't want to say that migration is a new phenomenon. It has existed throughout history, as you say. But I think that the numbers are more today. There are more sending and receiving countries, and also the fact that migration is a highly political issue today. I think that's important to be aware of, that this is something that has changed over time. But I can say here also that I agree with what we have been discussing here today, that
that it's important to look at the structures within and ask the questions, both how but also why we are doing this. But as I said, I think that it's very important to, because migration, even if migration has been part of our history for so long time, the phenomenon of migration is not that often portrayed, not at least at Swedish museums, and we have a lot of marginalized stories. For example, the project I was talking about, Parvin Ardalan's project, where she found out that if you visit the museums in Malmö, which is a town who has had a lot of migration throughout its existence, but still these stories are hidden or even not collected, and so on. And I think it's as I said also, that if museums want to be relevant for its citizens, I think it's important that these stories are included in the museum sector. I also think that there are different ways of doing it. In the book, we have one chapter by Fredrik Svanberg, who for several years worked at the History Museum in Stockholm. And he talks about different objects and how they have been labeled and collected and so on in the museum. And he thinks that these objects, they have been, since they are found on Swedish soil, they have been labeled and used included in the Swedish history. But he means that these objects have so many other meanings. They are produced somewhere else. They have traveled. And he thinks that this is a possibility for larger national museums, which are rich when it comes to objects, to not only tell about the national history of these objects, but also open up for new interpretations and open up for new stories to be told about these objects. Ich würde vielleicht an dieser Stelle allerdings auch die Geschichten ein bisschen pluralisieren wollen, indem wir zwei Mikrofone im Raum herumlaufen lassen, die an die bereits hier vorne erste gehobene Hand und die zweite und dritte und vierte. Wunderbar, genau so habe ich mir gedacht. Wir sind in einem Museum hier. Das bedeutet was? Dass ein Dialog oder ein Zusammenkommen oder ein Schock oder ein Konflikt zwischen Kulturen in einem Museum stattfinden kann. Und die Frage ist, ob die Museen der Zukunft oder wie man ein Museum sieht, ein Ort der Begegnung, wo Kunst und Kultur stattfindet, oder etwas statisch, nur zu sehen, ohne eine Interaktion zwischen Menschen und Produktion. Ich glaube, dass das Museum halt ein Ort unter anderem ist, ganz ehrlich, wo das stattfinden kann. Ich wünsche mir, dass es auch in Museen passiert, aber ich wünsche mir auch, dass es an Universitäten passiert. Ich wünsche mir, dass es in Bibliotheken passiert, überall, als Durchschnitts-, Querschnittsding. Und wenn, wie in der ersten Frage, dem ersten Statement angesprochen, was ich mir vorstelle, dann stelle ich mir das Museum als einen Ort der Auseinandersetzung vor. Also einen Ort, wo Unterschiedliches aufeinanderknallt und Unterschiedliches auch nebeneinander stehen kann, wo es keine glatt gebügelte Geschichte gibt. Und ich stelle mir das Museum als einen Ort vor, der auch Lücken zulassen kann, der nicht alles zudeckt und alles zuerklärt. Ich wünsche mir ganz, ganz viele Lücken auch und nicht immer dieses Herstellen von einer ganzen stringenten Geschichte, weil die kenne ich wiederum nicht. Man muss vielleicht ja ganz kurz ergänzend dazu sagen, wir befinden uns ja hier gerade schon auch in der Akademie.
des Jüdischen Museums. Das bedeutet, wir sind ja gerade auch schon an solch einem erweiterten Ort sozusagen, der eigentlich gerade genau für solche Diskussionen geschaffen worden ist. Und ich glaube, wir sollten auch nicht so tun, dass die Werkstatt, die wir hiermit eröffnen, nicht sich genau diesem Thema widmet. Und ich glaube, das ist ja gerade bereits genau eine solche Bewegung in diese Richtung. Also das ist lustig, das wollte ich nämlich auch sagen, weil das natürlich, also es ist tatsächlich so jetzt, also so bundesweit gesehen, das ist eine sehr große Ausnahme. Das ist ganz interessant. Also so, also ich halte jetzt auch diese Struktur, wie das hier geführt wird, also mit den Aufgaben, aber überhaupt, dass es das gibt, auch wie sich das, soweit ich das jetzt aus der Ferne beobachten und verstanden konnte und beobachtet habe, auch im Moment im Verändern ja auch ist. Also hier ist ja jetzt auch ein Ausstellungsbetrieb, soweit ich das verstanden hatte, oder ein Ausstellungsproduktionsbetrieb mit Besucherinnen und Besuchern. Und ich habe auch das Gefühl, dass so ein anderer Pädagogisierungsbegriff sich gerade, aber vielleicht tue ich auch über, also habe ich das auch überinterpretiert, mag sein. Und insofern, um jetzt auf, also so auf deine Frage, also so, weil du auch mit einem Begriff eingeführt hast, sozusagen, der so in der deutschen Rassismusdebatte jetzt auch nicht so wahnsinnig eingeführt ist, also so, wo ich denke, dass das, also natürlich, also so, wir sitzen ja hier und wir wollen auch das Museum zu einem Ort machen, der so in die Zukunft führt, und ich, also so, und das klingt jetzt alles so platt, wenn ich sage, ein Ort der politischen Aneignung, also dass es überhaupt ein Raum werden kann, wo man darüber nachdenken kann und daran sich auch probieren kann, der Aneignung, dessen, was auch immer von politischer Mitsprache und so weiter. Und das ist wiederum, also so, ich würde eben auch, ich hatte vorhin so eingeleitet am Anfang vielleicht auch, also weil tatsächlich dieses Wochenende natürlich, so wie wahrscheinlich diesen gesamten Raum hier irgendwie so, also wie gesagt, bei mir war Angst irgendwie so ein ganz großes Moment, weil ich vorhin vielleicht auch etwas schnell bei der Sache, dass ich gesagt habe, ich würde das Museum nicht so überbetonen, aber das ist auch gleichzeitig seine Chance, ja, weil es so wenig politische Veränderung ermöglicht. Ja. Es ist aber auch ein Ort, an dem man vielleicht etwas ausprobieren kann, das zu mehr führen kann, also Museum kann. Und das ist tatsächlich etwas, das es kann. Ja. Es kann Zugang zur kulturellen Produktion, also zur Produktion bieten, ja. Und da kann es die Türen viel, viel weiter öffnen. Ja. Und es könnte dann von dort ausgehend noch weiter öffnen. Ja. Und deswegen, das finde ich sozusagen, deswegen finde ich auch tatsächlich, was du eingeführt hattest, eigentlich eine wichtige Frage, also Aneignung und auch also so die Frage nach Empowerung. Ja. Was bedeutet Empowerment eigentlich? Ja. Wie weit darf Empowerment gehen? Und es könnte viel weiter gehen, als es im Kulturbetrieb eingeordnet, also durch Rahmungen, durch Kulturpolitik, durch Geldvergabepolitik, durch den Regelablauf tatsächlich möglich ist, meines Erachtens. Oder in meiner Erfahrung, in meinen Recherchen auch. Ich würde vielleicht darum bitten, dass wir die Fragen und die Antworten etwas kürzer halten, damit wir noch Zeit finden, um nachher auch ohne Mikrofon noch miteinander zu reden. Was ich gerne noch reinholen würde, weil im Auftrag ging es ganz viel um Migration von Menschen. Und wenn da steht Migration und Diversität in europäischen Museen, und es klang so ein bisschen an in der Frage so, ja, es gibt ja verschiedene Museen, dass ich ja denke, also wenn wir uns die verschiedenen Museen angucken, sie sind eigentlich schon voll mit Migration und Diversität. Also wenn wir uns die Debatte ums Humboldt-Forum angucken, also wenn wir von Migration von Objekten sprechen, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen, und dann müssen wir, und dann würde ich gerne an der Frage nämlich nochmal anknüpfen, oder die Frage, die sich mir dann stellt, weil das aufgeworfen wurde, Museen als demokratische Räume. Also wenn sich sowas abzeichnet wie Ausstellungen zu Migration von Menschen, deren Geschichten, die Communities zu repräsentieren, und gleichzeitig haben wir diese Debatten, wo kommen die Objekte her? Die ganze Provenienzforschung ist eine heiße Debatte im Moment. Wer darf die, also wo kommen die Objekte her, wer darf sie aufstellen, dürfen die überhaupt hier in Europa sein und so weiter. Also ist das eine Arbeitsteilung, die sich da abzeichnet? Das ist so eine Frage. Und die andere Frage ist dann auch, wenn wir in diesen europäischen Museen Objekte haben, die migriert sind und teilweise auch entführt sind, also gar nicht in demokratischem Verständnis, wie können wir dann von demokratischen Räumen in Museen reden? Ich glaube, das ist ein Vorschlag für die nächste Werkstatt, den du gerade ausgerufen hast. Aber
Was war denn deine Frage? Kannst du nochmal einfach, was war ja schon ein Statement eigentlich? Ich glaube, du hast tatsächlich gerade aber das schon angesprochen, was natürlich in der Diskussion um Provenienz und geteiltes Kulturerbe bereits als das soziale Leben der Dinge natürlich auch besprochen wurde. Das heißt, Geschichten, die in Museen durch Objekte bereits existieren, müssen gar nicht unbedingt durch neue Menschen, die in diese Museen reinkommen, überhaupt erst dort hineingebracht werden, sondern sind bereits eigentlich in den Geschichten dieser Objekte mit drin. Und da wird es eben gerade interessant, wenn wir von unterschiedlichen Museen sprechen, also nicht nur von partizipativen Projekten, sondern auch alleine von Objektgeschichten. Wobei natürlich paradoxerweise, wenn du von der Migration der Objekte sprichst, häufig diese Objekte ja eben nicht mehr, dass diese Migration sozusagen eigentlich jetzt gar nicht mehr erlaubt wird. Und das ist natürlich ein anderer Aspekt, wo wir dann über geteiltes Kulturerbe und so weiter sprechen könnten. Sofern da aber keine weiteren Antworten drauf sind, würde ich das als Kommentar. Doch, ich würde schon gerne noch eine weitere Antwort, weil du hast natürlich total recht, aber wie sich dann häufig zeigt, also wenn du so in so Inventar, also in das Wissen sozusagen des Museums guckst, da fehlt das Wissen, ja, also diese Inventarkarten, gerade auch also so die Sammelpraxis, so der bis zur jüngeren Vergangenheit und zum Teil möglicherweise auch noch der Gegenwart, ist sehr dürftig, also das, was an Wissen dazu dann auch noch generiert wird, also Sammeln im Museum ist eine äußerst individuelle Angelegenheit, also so von den Personen, die die Sachen ans Museum schaffen, abhängig sozusagen und dementsprechend auch das, was dazu dann notiert und vermerkt wurde und wird. Und da wollte ich nur sagen, also so, und das ist nochmal klar geworden, glaube ich, bei einem Ausstellungsprojekt, das ja auch hier in Berlin war, und das war ein Forschungsprojekt Neuzugänge von drei, also so, hier sitzen ja auch Akteure, die da dabei waren, ja, drei Museen, behaupte ich jetzt mal, wahrscheinlich täusche ich mich jetzt gerade in meiner Erinnerung, weil ich so übermüdet bin. Und das Interessante daran war ja diese Methode, also da wurden, ach man, ich kriege jetzt echt nicht mehr eure Begriffe dahin, die ihr hattet, also ihr hattet Fokusgruppen, genau, mit Fokusgruppen zusammengearbeitet, also die und sich erstmal Objekte angeguckt aus den Sammlungen selbst. Und diese Person und einige Personen konnten tatsächlich Wissen, also haben Wissen beigetragen sozusagen und haben gezeigt, dass da ganz falsches Wissen inventarisiert war und damit, also ich meine, auf diesem Wissen basieren dann auch die Bilder und Erzählungen, die dann dargestellt werden und das Wissen, auf dem sich das aufbaut sozusagen. Das Museum als Wissensraum hat ja auch einen besonderen spezifischen Stellenwert in der Gesellschaft und das ist nicht zu, da gilt es eben auch achtsam zu sein und so. Und das war das Interessante daran. Das wollte ich nur sagen, genau. Und dementsprechend sozusagen, also diese Art des Arbeitens würde ich auch ganz, ganz dringend sozusagen unter diesem Kollaborationsbegriff, das ist sozusagen die Basis der Notwendigkeit, um diese ganzen Wissensfehler, die in den Museen einfach auch existieren oder die Wissenslücken, die viel größer sind als das eigentliche Wissen. Du redest zwar schon schneller, aber ich glaube, ich würde dich auch bitten, vielleicht genau. Und jetzt höre ich auch auf, genau. Genau. Nein, aber ich wollte nur ganz, ganz kurz sagen, also das ist bei diesem Projekt einfach, und das ist ja gar nicht so lange her, sehr schön sichtbar geworden, genau. Ja. It can be interesting to show how the objects have traveled and so on. But in some cases, I think that, for example, that you can have an exhibition about stolen objects. Why not address it as stolen objects if the objects are stolen? Warum nicht zurückgeben, war die andere Frage hier. Darauf werden wir jetzt nicht antworten. Ja, ich glaube. Ja, ich meine, ich würde schon gerne antworten drauf. Ja, ich meine, of course. Ich dachte, das wäre so offensichtlich, deswegen. Naja, ich meine, wir haben ja, also ich erinnere das ein bisschen an meinen Text, den ich 2009 beispielsweise in dem Buch Postkoloniale Museologien geschrieben habe, wo es um die Benin-Bronzen ging. Ne? Also ich meine, die halt dann in Wien in dieser Ausstellung waren und die ja nicht nur in Wien sind, sondern in der ganzen Welt verteilt. Und dann denke ich an Nigeria und an Lagos, an das große City-Museum, wo dann quasi ein lächerliches Foto von diesen Köpfen dann beispielsweise in der Vitrine ist, weil sie halt nicht zurückgegeben werden. Ne? Und es gibt ja ganz, ganz viele Argumente dafür, warum sie nicht zurückgegeben werden. Beispielsweise Sicherheit, weil ja dann der Westen oder die westlichen Länder ja viel besser für die Sicherheit aufkommen können. Was ich halt schon sehr paradox finde, in Anbetracht dessen, wie die überhaupt daherkommen sind. Und ich will halt auch noch sagen, manchmal tun ja dann oft so, also ich beschäftige mich sehr eher mit ethnologischen Museen, und manchmal tun ja dann die Kuratorinnen ja fast so,
als würde ihre ganze Goldhöhle, oder wie nennt man das, der ganze Schatz quasi gestohlen werden. Oder würden die Leute quasi alles wieder einfordern und sie hätten dann überhaupt gar nichts. Ich war echt überrascht, dass ich das erste Mal in einem ethnologischen Museum in Wien im Archiv war und diese Menge, diese Übermenge an Dingen gesehen habe, die niemals ausgestellt werden, weil es auch eigentlich gar nicht mal Platz und den Rahmen dafür gibt. Und es ist wie eine Rumpelkammer eigentlich. Und da frage ich mich schon ganz ehrlich, warum nicht einfach zurückgeben? Also ich würde gerne wissen, was diese Objekte eigentlich, oder ich finde, die interessante Frage für Museen wäre eigentlich, was bedeuten uns diese Objekte? Warum wollen wir sie behalten? Also warum halten wir so fest dran? Das wäre für mich spannend, die Antwort auf diese Frage. Warum dieses Festhalten dran? Oder vielleicht überhaupt, warum dieser Besitz, also warum die Notwendigkeit so eines, ne, Museums, ja, etwas zu besitzen. Genau. Also, oder die Idee des Besitzes. Die Debatte wird ja zum Glück geführt. Ich glaube, das ist gerade eben einer der positiven Aspekte auch des Sommerlochs der Medien. Die nächste Frage jetzt auch bitte. Wenn ich jetzt Migration und Diversität in europäischen Museen lese, dann frage ich mich, für wen ist, sind solche Museen, wer sind die Ansprechpartner? Also wer wird hier angesprochen, weil Museen sind oft räumlich begrenzte Orte, zum Teil mit Eintritt und nicht jeder weiß, wo das Museum ist. Und da frage ich, also da spielt für mich die Klassenfrage ein elementarer Aspekt in diesem Thema. Und da frage ich mich, gibt es, vielleicht ist die Frage, ich frage mich, gibt es eine Möglichkeit, Museen barrierefrei zu gestalten, oder brauchen wir, wenn wir über Migration und Diversität, wenn wir über die Geschichten von Menschen, die nicht repräsentiert werden oder die sehr wenig oder in einer bestimmten Art und Weise repräsentiert werden in europäischen Museen, ob es eine andere Möglichkeit gibt, über Migration und Diversität zu spielen, zu verhandeln. At least at the moment, state museums in Sweden are free, and I think that that's a very good way to go, because these questions are important, and one thing. To be able to reach out to as many as possible in the society, I think that this is an important question there. And I'm totally in favor of free museums, and also that Sweden could have more free museums at the municipality level. But it's a good step that the state museums at the moment are free. Also in Österreich sind die Museen nicht gratis. Einfach nur an speziellen Tagen vielleicht. Aber für mich stellt sich, also ich finde die Frage mit dem Zugang tatsächlich wichtig. Gleichzeitig denke ich mir, wenn das Museum ein Ort ist, das sich nicht als eine Institution versteht, die alles Wissen bereits hat, sondern eben durch die Zusammenarbeit und Kollaboration mit anderen sich dieses Wissen auch reinholt, dann bringen diese Menschen auch wiederum andere Menschen rein. Und das Nächste ist, dass ich glaube, dass das Museum vielleicht auch manchmal sich selbst verlassen soll und an andere Orte gehen soll. Also ich denke jetzt zum Beispiel an dieses Ausstellungsprojekt Remapping Mozart, wo ich eben Teil dieser Recherchegruppe für schwarze österreichische Geschichte und Gegenwart war und wo eben dann beispielsweise ein Teil der Ausstellung in der Bücherei war, die ein höchst frequentierter Ort ist, weil das einfach einer der wenigen Orte ist, der gratis ist. Du kannst die Bücher alles benutzen, wenn du sie nicht nach Hause nimmst, musst du nichts bezahlen. Das heißt, es waren einfach irrsinnig viele Leute dort, die sonst überhaupt gar nicht irgendwie zu dieser Ausstellung gekommen wären. Also ich glaube, es geht halt darum, auch andere Orte zu finden, und auch sich über Displaymöglichkeiten Gedanken zu machen, die halt an unerwarteten Orten sind, wie in U-Bahn-Durchführungen oder wie auch immer.
Ich würde nochmal gerne also auf deine dritte Frage, weil du ja gefragt hattest, also gibt es noch andere Möglichkeiten, um Migration zu verhandeln? Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage. Also jetzt, also so, ich meine, ich arbeite da in diesem Projekt Migration bewegt die Stadt. Und also so, ich habe das jetzt als Auftrag ich setze es als Auftrag um, Migrationsgesellschaft zu erzählen. Also es ist ein Stadtmuseum, es hat halt also so den Rahmen, die Geschichte der Stadt zu erzählen. Und ich versuche jetzt durch verschiedene Strategien, also sei es durch Interventionsmaßnahmen in der Dauerausstellung beispielsweise oder auch durch, also so was Belinda gerade geschrieben hat, auch durch so ein Projekt beispielsweise auch, es war ein Sammel-Ausstellen-Machen-Zusammen-Projekt, das ins Museum aber reinzuholen. Dann habe ich eine Ausstellungsfläche geschaffen, die vorher gar keine Ausstellungsfläche war, sozusagen, also in diesem Museum selber sozusagen, dass ich als Erzählung, als Bilder der Stadt sozusagen und wo bisher Migration überhaupt oder Migrationsgesellschaft und bestimmte Geschichten überhaupt nicht vorgekommen sind, bestimmte Perspektiven darauf, was München ist, was eine selbstreklamierte europäische Stadt sozusagen, erfolgreiche Stadt ist sozusagen, komplett gefehlt haben, also Unterdrückungsgeschichten auch, was passiert ist sozusagen, dort rein, das reinzubringen sozusagen als Bestandteil dessen, was es ist, also diese Stadt und wie diese Materialität zu dem geworden ist, was es geworden ist. Und also so mein erstes Ding war, ein Display in der Dauerausstellung zu schaffen über zwei Münchner, die vom sogenannten NSU ermordet wurden. Ja. Und das eben nicht als so ein Extra-Ding oder mal so für 3 Monate oder so, sondern erstmal, also ich habe erst eine Gedenkstation schon gemacht, also es gab einen Jahrestag, ja, und es war auch wichtig, mit einem Foyer erstmal was zu schaffen, was ich aber mit den Angehörigen zusammen erarbeitet habe und auch mit denen nach deren Bedürfnissen jetzt erstmal gegangen bin und dann das Ganze aber nochmal neu auch anders bearbeitet habe und das in die Dauerausstellung reingebracht habe. Und das würde ich sagen, Migrationsgesellschaft, also so, das ist für mich, also natürlich, das ist nicht zu trennen von Personen, die als Migranten eingeordnet werden, ja, und Migrantinnen eingeordnet werden. Und dann ist es für mich, finde ich, auch relevant, über eben diese Einordnungspolitiken und Migrationsregime zu sprechen und überhaupt die Idee, was ist Mehrheit und was ist Minderheit und wie wird diese Idee hergestellt, weil es hat absolut nichts mehr, das wissen wir ja alles, hat nichts mit metrischen Zahlen zu tun. Ja, die Gesellschaft hat sich verändert. Ja? Also so die Mehrheit ist nicht mehr zahlenmäßig in der Mehrheit. Und trotzdem gibt es eine politische Mehrheit natürlich. Also so. Und auch diese Dinge gehören ins Museum rein. Aber ich finde, sie gehören in den Regelbetrieb mit, also auch in die Regelausstellung mit rein, meines Erachtens. Mich würde interessieren, jetzt neben der ganzen kritischen Aufarbeitung des kolonialen Erbes der Institutionen im Museum, was wäre denn so in die Zukunft gesprochen, was wären denn vielleicht auch neue Sammlungsstrategien, um dieses Thema auch nochmal auf einer anderen Ebene zu implementieren, also gerade die Stadtmuseen, aber auch historische Museen, die sozusagen so den nationalen Rahmen setzen. Wir haben ja einiges an Ausstellungen auch in Deutschland gesehen. Das Hygienemuseum in Dresden hat zum Beispiel mal eine Ausstellung gemacht zum Thema Migration und Vielfalt, also vom neuen Deutschland hieß sie, glaube ich, war der Titel. Was wären denn gute neue Sammlungsstrategien? Naja, also ich kann jetzt nur irgendwie so über meine Praxis da drinnen reden. Also so zum einen würde ich jetzt auch erstmal sagen, es gibt ja gar nie eine generelle Antwort, weil es ja leider viel zu wenig neu gegründete Museen gibt, weil dann kannst du es definieren sozusagen, sondern kommst in einen Kontext rein mit einem bestehenden Sammlungskontext und die Frage ist also so erstmal überhaupt anzusetzen, brauchen denn Museen jetzt eigentlich generell müssen Museen noch mehr besitzen. Das also finde ich jetzt schon eine relevante Frage, ehrlich gesagt. Und tatsächlich haben aber Objekte in so einem Museumskonstellation haben eine gewisse Relevanz. Und das ist mir wirklich ganz klar geworden, als ich gleich am Anfang, als ich in diesem Museum gearbeitet habe und über den NSU-Komplex gearbeitet habe. Also ehrlich gesagt, ich war erstmal, also so generell so meine theoretische, kuratorische, antirassistische Haltung war immer recht anti-Objekt geprägt sozusagen und ein großes Infragestellen von dem Objekt fetisch auch und bei dieser Arbeit habe ich aber verstanden, dass es etwas gibt, also dass es auch Gründe gibt, mit Objekten zu arbeiten.
Es gibt aber auch manchmal Gründe, gegen Objekte zu arbeiten. Und deswegen würde ich auch an diesen beiden Strategien sozusagen festhalten. Ja. Also ich hatte gerade so ein Museumslabor eben, also so hatten wir es halt genannt, ist auch so ein klassischer Name jetzt geworden in München. Da sind wir in ein Viertel gegangen, das sehr klar ein sehr linkes Viertel, in dem aber dieses Linke, sozusagen die linke Praxis, wahnsinnig stark durch die Geschichte der Migration geprägt ist und durch Arbeiterkämpfe, also gemeinsame Arbeiter, aber auch gemeinsame Kämpfe um soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Und es war sozusagen aufgestrickt, erstmal so als eine Kollaboration, überlegen, also so sammeln, was ist überhaupt so ein Museum, macht es überhaupt Sinn für Menschen, für die Personen, sehen die sich da drin überhaupt, wollen die diesem Museum überhaupt was geben, weil ein Museum Dinge zu geben bedeutet auch den Verlust der Besitzer, also der eigenen persönlichen Besitzrechte sozusagen. Und das ist nicht wenig. Also ich finde das wirklich nicht wenig. Also diese Frage, also so allein den eigenen Eltern zu stellen, würdest du deine Briefe, die du deinem Papa, also so, das war die erste Frage, mit der ich überhaupt mit meiner Mutter mal geredet hatte. Ja. Und die würde sowas nie diesem Museum, obwohl ich da drin arbeite, geben. Ja. Hat die total verneint, hat gesagt, das kannst du dann machen, aber ja, nicht dem Museum geben, wer weiß, was da noch passiert. Ist ja eine staatliche Struktur, ja. Das darf man nicht vergessen. Die Erinnerung der Migration mit staatlichen Behörden ist wirklich eine andere, würde ich mal sagen, als die von denen, die nicht migrantisch eingeordnet sind. Genau, und dementsprechend war dieses Museumslabor, war erstmal die Sicht, Sachen zusammenzutragen, die überhaupt wollten, ja, und das zusammen auszustellen, gemeinsam kollaborativ zu kuratieren und in eine Ausstellung zu bringen, weil die Leute auch Lust darauf hatten. Es war auch eine Frage, die ich nicht, also es war eine Frage, die ich gestellt hatte. Aber wir haben sie nicht automatisch genommen, die Objekte. Und, beziehungsweise natürlich, wir haben nicht automatisch gesagt, ihr müsst uns die Objekte geben. Und viele haben sie uns auch gar nicht gegeben. Sondern geliehen oder leihen sie uns weiterhin. Vielleicht ist das eine Sammelstrategie, leihen. Objekte ausleihen von Menschen. Vielleicht entwickeln sich aber auch über die nächsten 4 Tage hinweg verschiedene Strategien. Ja, das würde ich hoffen, dass das gerade die Idee ist davon und die hoffentlich auch nach außen weitergetragen werden. Ich würde leider an dieser Stelle die Diskussion abbrechen, allerdings nur hier auf dem Podium. Sie wird jetzt auf ganz andere Art und Weise weitergeführt, hoffentlich. Wir verschwinden nämlich nicht sofort, sondern wir begeben uns langsam in einen Raum nebenan und wir laden, wie gesagt, alle herzlich dazu ein, dort weiter mit uns zu diskutieren. Ich möchte noch mal euch dreien danken für die Diskussion und wünsche eine anregende Werkstatt.